Augen. Ha Baby, sind an ihr lately, Stunde muss ich bomb, aber bei Trete, sind nicht von Drohend und nur kann ich nicht. Yo, was geht YouTube? Hier ist euer Noxic, das erste Mal hier auf dem UP Clan Channel. Willkommen zu einem neuen Video, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich bin heute das erste Mal hier auf dem UP Clan Channel. Und das heißt, ich möchte mich mal so ein bisschen vorstellen. Also, ich heiße David, bin 15 Jahre alt, komme aus München und freue mich riesig, dass ich hier Mitkommentator sein darf. Und ja, genau, also so an sich der Content, den ich so hochlade, es ist eigentlich so Themen-Commentary, das heißt, ihr werdet auch schon noch mehr von mir hören. Und ich bin auch noch selber in einem anderen Clan vertreten, das ist Equalize, Link in der Videobeschreibung. Und würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Real-Life-Story an, die ich heute euch mitgebracht habe. Nämlich geht es um meinen SCUF-Controller. Ja, ich war früher ein kleiner Tryharder, momentan bin ich im Competitive vertreten. Und damals, als ich noch ein Tryharder war, war es immer mein Wunsch, einen SCUF-Controller zu haben. Und ich habe mir dann ein bisschen so Geld zusammengespart und habe mir dann einen SCUF-Controller machen lassen. Und das war echt ein saugeiler SCUF-Controller. Der war so göttlich. Ich habe diesen Controller geliebt. Und eines Tages bin ich da mal dann feiern gegangen. Also es ist gar nicht so lange her, die Story heißt. Ist noch relativ frisch. Auf jeden Fall bin ich dann eines Tages mal feiern gegangen. Und ihr kennt das vielleicht so, wenn man so ein bisschen was trinkt und so weiter, kommt man nicht mehr so ganz hinterher, so zwischen den Sachen, die so passieren. Und auf jeden Fall, das war dann ein Kumpel von mir, bei dem ich den einen SCUF-Controller liegen lassen habe. Wohnte auch in der Nähe da. Und der hat mich dann so angerufen, hat dann so gefragt, yo Digga, wann willst du eigentlich deinen Controller abholen? Da habe ich gesagt, yo, ich bin hier gerade bei dir in der Nähe, ich komme eben vorbei, hol mir das Teil ab, ne? War ich dann bei ihm, hab dann noch so ein bisschen mit ihm gequatscht, so ein bisschen Smalltalk und so rausgehauen und habe ich mir den SCUF geschnappt, bin sofort wieder ab zum den anderen Leuten verschwunden. Hab den mir dann auf den Schreibtisch gelegt, wollte ihn am nächsten Tag dann wieder mitnehmen, dass ich dann wieder zu Hause schön hier wieder ein bisschen Gegner penetrieren kann. Und ja, wie sich der Abend dann so ergeben hat, das war dann ein bisschen schäbig, sage ich jetzt mal. Und zwar, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch, vielleicht ist ja der ein oder andere älter bei euch und kennt das, wenn man so ein bisschen mal was hinter den Deckel schüttet, dann merkt man nicht mehr so ganz alles, was so passiert so in deiner Umgebung. Und ja, auf jeden Fall, ich hatte dann, wie gesagt, den Controller hatte ich dann auf den Schreibtisch gelegt, hatte noch den Abend ein bisschen gefeiert und so weiter. Ich bin auch Pole, heißt, ich vertrag Bier absolut gar nicht. Und an dem Tag gab es halt übermäßig viel Bier zu trinken. Und das wurde mir dann ein bisschen zum Verhängnis. Heißt, am nächsten Morgen, ich bin dann aufgewacht, wollte dann meine Sachen packen, SCUF-Controller wollte ich einstecken und dann nach Hause fahren. Jedoch war das Problem, der SCUF-Controller war nicht mehr da. Da habe ich meinen Kumpel gefragt, ey, weißt du, wo ich den gestern Abend hingelegt habe? Kann mich nicht mehr erinnern. Weißt du da was? Und da hat er gesagt, ja, den hat die eine Ische da doch mitgenommen. Und da dachte ich mir, fick dich, ich hatte mir einfach einen Vibe meinen SCUF-Controller abgezogen. Das war dann erstmal so ein Moment, wo ich mich dann so richtig verarscht gefühlt habe. Vor allem ein Mädchen hat meinen Controller abgezogen. Das habe ich gar nicht gepackt. Weil ich meine, was will ein Mädchen mit so einem Controller? Ich meine, ja, okay, es gibt das ein oder andere gute Zocker-Vibe, da ist nichts gegen zu sprechen, auch nichts dagegen, dass Mädchen zocken. Aber trotzdem wundert mich das hart. Also das war echt dann so ein Moment, dann dachte ich mir dann schon ein bisschen so, scheiße. Auf jeden Fall habe ich die dann angerufen und so und habe dann so gesagt, so, ey, du bist eine Missgeburt, gib mir meinen Controller wieder und so, habe richtig die Welle geschoben. Und dann meinte sie so, ja, nee, das war ja so und so und was weiß ich. Ja, auf jeden Fall. Dann hat sie gesagt, ja, den hat den und den mitgenommen und das war ich ja gar nicht. Ich hatte eigentlich vor, den mitzunehmen, aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil er dann schon weg war. Und dann habe ich, und derjenige, der das mitgenommen haben sollte, hat, also war ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, also den hätte ich das auf keinen Fall zugetraut. Habe ich den angeschrieben, so, ja, oh Digga, ne, gestern Abend SCUF dabei gehabt, ist jetzt weg, hat mir jemand abgezogen. Die eine da meinte, das wärst du gewesen, ist da was dran? Sagt er so, ne, was laberst du, ey, als ob ich sowas machen würde. Habe ich ihm dann auch geglaubt und er war halt mit ihr zusammen und hat sich dann praktisch dann frisch getrennt mit ihr. Und dann hat er gesagt, ja, ich hole jetzt dann demnächst dann noch meine Sachen ab. Und dann kann ich mal gucken, ob der Controller da irgendwo liegt und kann den dann dir auch mitbringen. Und
ja, dann ist dann einige Zeit ist dann vergangen, bis er es einmal geschafft hat, da hinzufahren, nachdem sich die Lage so ein bisschen gelöst hat, so zwischen ihm und ihr, weil vielleicht wisst ihr, es ist halt nicht so geiles Verhältnis, am Anfang, wenn man sich gerade getrennt hat. Und dann hat er es geschafft, dann zu ihr zu fahren und ihr hört schon einmal die Stimmlage, es ist dann nicht mehr erfreulich gewesen, was dann da war. Auf jeden Fall hat er dann nochmal mit ihr geredet wegen dem Controller und so. Und sie hat halt dann nur in so einer Ecke gezeigt. Und dann war dieser wunderschöne Controller, war dann zersprungen in der Ecke, heißt, die hat ihn da in die Ecke gefatzt. Einfach so richtig gnadenlos, mein schönen Scuff. Und seitdem habe ich keinen Scuff mehr, weil ich ein Trauma habe, dass mir den irgendein Mädchen abzieht. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und dann habe ich mit der geredet und hab ihr dann nochmal so richtig dann so Druck und dann Hintern gemacht, hat dann so gesagt, was sie eigentlich wie eine hinterfotziges Vibe ist und dass sie eigentlich mal woanders hingehen kann. Und seitdem hat sie sich dann auch nicht mehr bei mir gemeldet. Bin ich froh drüber. Und das war's jetzt eigentlich auch schon von meiner Real-Life-Story. Wenn ihr mal so Ähnliches irgendwie erlebt habt, dass irgendjemand mal euren Scuff geklaut hat oder ihn zerstört hat, irgendwie ein Kumpel von euch hat dann euren Scuff oder generell euren Controller oder Headset oder Monitor oder was weiß ich, ist ja alles schon vorgekommen, zerstört, dann lasst es mir mal in den Kommentaren da. Ich werde mir die Kommentare selbstverständlich durchlesen. Und ja, das war jetzt mein erstes Video hier auf dem Clan-Channel. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwie ein bisschen Kritik oder so oder mich bewerten könntet in den Kommentaren. Würde mich riesig freuen. Und ich nehme das auf jeden Fall auch sicher zu Herzen. Im Gegensatz zu den ein oder anderen YouTubern. Und ja. Also lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was euer Herz bedrückt praktisch. Und ja, jetzt wird auch demnächst wieder ein Video auf meinem Aquilize-Channel praktisch online kommen. Würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeigucken könnt. Das war's von mir. Kleines Vorstellungsvideo und kleine Real-Life-Story von mir. Haut rein. Ciao.